Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer, die über 18 Jahre Windows benutzen, leider nicht geeignet. Hallihallo, bei meinem letzten Video ist ja einer fast in Ohnmacht gefallen und hat gedacht, muss ich jetzt Linux wieder deinstallieren? Ich dachte, das wäre so sicher, du berichtest da so Bugs, ne? Jetzt mal Butter bei die Fische, wodurch ich so wieder mal ein Bild meiner Schwester untergebracht hätte. Sehr schön. Also, wie ist das? Das Betriebssystem selber ist sicher, ja. Und ich finde dann immer wieder so kleine Bugs in Programmen, die über dem Betriebssystem selber liegen. Also man hat das eigentliche Betriebssystem. Ich sage jetzt mal, hier wäre es zum Beispiel Kubuntu, ja. Basisordner gibt es dann, Kernel und so weiter. Das ist okay und sicher. Dann schreiben aber Leute irgendwelche Programme. Ne? Zum Beispiel schreibt einer mal einen Texteditor, der heißt zum Beispiel Kate, oder einen anderen, der heißt Pluma. Den Texteditor und wenn der einen Fehler macht, dann finde ich die gerne mal und berichte davon. Ne? Also wenn ich dann zum Beispiel Shell Command Injection finde, zum Beispiel eben Pluma 181, dann berichte ich darüber. Jetzt ist aber nicht unbedingt, ein gehärtetes besser als ein nicht gehärtetes. Das hier wäre ein nicht gehärtetes, ne? Mit Ausführungssicherungs im Speicher nicht rumschreib Gedöns. Was meine ich da damit? Wir hatten es mit BSD, ne? Und zwar Hardened BSD. Da war es dann so, das ist ja eigentlich ein gehärtetes BSD. Ne? Also das ist ein Kernel, hat das Ding, ne? Hardened BSD. Und ist eigentlich besser, dass da nicht einfach sowas ausgeführt werden sollte, eigentlich, ne? Aber hier ist eigentlich umgedreht. Ich habe natürlich wieder Beispiele gefunden. Hier ist zum Beispiel der Texteditor Pluma unter Hardened BSD. Und hier kann ich praktischerweise bei diesem Texteditor Pluma Plugins aktivieren. Interessanterweise im Moment nur unter Hardened BSD oder anderen, nicht unter Ubuntu oder Kubuntu. Da gibt es zum Beispiel Snippets. Ne? Also das Programm, diesen Texteditor hat einer geschrieben. Das eigentliche Betriebssystem liegt darunter, ist sicher. So, jetzt hat aber einer so einen Texteditor geschrieben und hat gedacht, das ist jetzt cool, so Snippets zu haben. So, da kann man so Abkürzungen so machen. Ne? Und die kann man auch speichern und exportieren und wie auch immer. Ne? Und der hat einen Fehler gemacht. Ne? Und solche Fehler finde ich gerne. Deshalb braucht man aber nicht das ganze Betriebssystem zu deinstallieren und sagen, das ist ja jetzt unsicher, wo hier alles... Nee, muss man nicht. Hier zeige ich jetzt mal zum Beispiel, haben wir eine Importfunktion, ja, vom Texteditor. Und da von dem Plugin, dem Snippets Manager, ein Import. Und wenn ich dann ein Snippet importiere, das hier auf meinem Desktop liegt, das zum Beispiel Shell-Kommandos enthält, wie zum Beispiel Anführungszeichen, Semikolon, Xterm, wieder ein Semikolon, Anführungszeichen, Raute. Dann wird das möglicherweise, wenn man so Fehler findet und öffnet, dann wird einfach das Programm extern geöffnet, anstatt dieses Snippet importiert. Und dann ist das nicht so gut. Ne? Dann, ja. Das sollte eigentlich nicht sein, ne? Dass jetzt extern da erscheint. Das ist eine Shell Command Injection. Gut, da kann das Hardened BSD so hart sein, wie es will. Wenn das Programm das drüber liegt, ne? Dass irgendeiner sich zurechtgefummelt hat, ne? Hier, wer denn? Ne? Pluma haben irgendwelche Geisteskranken, ein wunderschönes Programm geschrieben, ne? Das wunderbar ist. Und, aber ne? Jetzt haben die natürlich wunderbar dann noch Plugins gemacht. Das Plugin hat wieder ein anderer geschrieben. Ne? Da kann der das Pluma geschrieben hat, wieder nichts dafür. Und das Plugin hat wieder, ja, Made Desktop eigentlich. Ne? Das war jetzt der Jesse. Ne? Der Jesse hat es so ein bisschen am Kopf gehabt, an dem Tag, wo er das geschrieben hat. Die Importfunktion winkt den Dateinamen einfach durch zu OS-System, fügt den hier ein und wenn ich den Dateinamen so geschickt wähle, dass die Anführungszeichen wieder ausgeblendet werden, wird hier aus ein kompletter Text, in dem das hier enthalten ist, wird an eine Shell übergeben. Ja, wie gesagt, der Dateiname ist dann da drin. Und wenn dann die Shell sieht, extern, ja, mit Semikolon vor und dahinter, dann führt es extern aus. Ja, also wie gesagt, da kann das Hardened BSD so hart sein, wie es will. Das nützt gar nichts. Interessanterweise ist das jetzt ein ganz gutes Beispiel.
Unter Kubuntu gibt es nämlich gleich zwei Fehler in, zwei Fehler in Pluma. Da lassen sich praktischerweise bearbeiten, ja, Einstellungen. Da gibt es auch die Plugins. Und da heißen die Snippets Schnipsel. Ja. Und da kann ich diese Schnipsel überhaupt nicht aktivieren, weil es einen anderen Fehler gibt. Ne? Den zweiten Fehler in Pluma. Ja, der hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Also wir haben jetzt eigentlich ein Betriebssystem hier. Kubuntu 15.04, das es eigentlich nicht so hat wie HardenBSD. Und da hat es noch einen alten Fehler, dass Python Schnipsel-Plugins gar nicht aktiviert werden können. Das ist ein anderer Fehler. Ne? Da hat man vergessen, was zu kompilieren. Da gibt es auch schon wieder einen Bug-Report. So. Und weil man das hier unter Kubuntu 15.04 gar nicht aktivieren kann, ist das wieder sicher. Das ist jetzt in dem Fall, ne? Was jetzt speziell Pluma betrifft und speziell BSD im Vergleich, im Moment eigentlich sicherer. Ne? Also wenn man es nur, ja, also ich müsste jetzt nicht wechseln unbedingt auf Kubuntu, weil ich denke, das ist jetzt sicherer. LSB Release. Ne? Das betrifft jetzt nur den Editor Pluma, wenn ich den überhaupt installiert habe. Hier unter Kubuntu, da hat man normalerweise Kate. Aber falls installiert, ist der im Moment sicherer, weil sich das Plugin mit dem Schnipseln hier gar nicht installieren lässt, weil es gleich zwei Fehler hat, das entsprechende Paket. So, Butter bei der Fische. Ich glaube, damit dürfte die Frage beantwortet sein. Linux an sich sicher, aber es gibt dann Programme, die von irgendjemand geschrieben werden, ne? Die jetzt zusätzlich installiert sind. Stellen wir mal vor, Dolphin, das Programm hätte ein Problem. Das wäre ja dann nicht so, dass das ganze Betriebssystem ein Problem hätte, sondern nur der, der das Programm Dolphin geschrieben hätte. Hätte man Dolphin gar nicht installiert, sondern zum Beispiel Nautilus, hätte man das Problem wieder nicht. Ja, ihr versteht, was ich meine. Der Betriebssystemkern ist sicher. Ja, also man muss dann nicht gleich wieder alles deinstallieren, nur weil einer der Programmierer einen Fehler hat. Meine Bugliste in der Videobeschreibung. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Natürlich habe ich den Bug bereits gemeldet mit dem Snippets. Und tschüss.